Hallo Martin. Hallo Jürgen. Schön, dass du wieder da bist. Ja, ich freue mich wieder und ich freue mich sehr. Das ist schön. Wir bauen heute wieder was? Wir bauen heute wieder was, ja. Wir fahren heute Rennen. Ja. Das ist gut. Du sagst das. Und zwar Rennen nicht auf 4 Rädern, sondern auf 2. Wir bauen ja, Sembo hier. Gegen Lego. Sembo gegen Lego. Ja, das ist doch mal, ein Vergleich, finde ich. Ich bin mal gespannt. Ne? Teilemäßig also, sind wir ziemlich gleich, kann man schon sagen. Ja. Also ich habe 782 Teile. Richtig, und du hast 646, also du bist schon 140 Teile. Bei Technik ist vielleicht schon also ein bisschen eine Hausnummer, ne? Ja, keine Ahnung. Ich habe von Sembo, glaube ich, schon mal irgendeine Technik gebaut. Es war irgendein Auto, glaube ich. Warte mal, sieht man das hier? Ja, guck mal, es blendet ein bisschen, ne? Ja, aber man kann es sehen. Jetzt, auf jeden Fall bin ich mal gespannt, was... Ich meine, das ist sowieso schon gut. Herrlei Dovizon. Also gibt es bei mir aufkleben, hier steht Ducati Course. Also Ducati ist ja... Ducati. Ist Ducati, ja. Hier haut es auf jeden Fall hin. Das ist, ja. Aber das hier, wahrscheinlich haben sie keine Lizenz dafür. Und dann haben sie halt Herrlei Dovizon genannt. Ja. Das ist ja... Also die kommen immer auf Namen, das ist unglaublich. Aber beides ist Technik. Jetzt, wie gesagt, 640. Bei dir sind 780 jetzt mal so im Groben. Aber beide sehen echt cool aus. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das dann Ganze tatsächlich halt aussieht. Eine Rennmaschine und ich habe halt so einen Chopper. Ne? Oder? Ja. Chopper heißt das ja. Das Einzige, was mich schon wieder nervt, was ich schon wieder sehe, sind diese blauen Pins. Das stimmt eigentlich. Mal ganz ehrlich. Aber hier auch genau das Gleiche. Ja, ne? Kann ich da nicht das in Schwarz oder in Grau machen? Das gibt's doch. Ich verstehe das überhaupt nicht. Das passt überhaupt nicht dazu. Aber gut. Du hast recht, warum auch immer das da drin ist. Ja. Wir werden es jetzt mal auspacken und schauen, was uns erwartet. Ja. Oder? Was meinst du? Das machen wir definitiv. Und ich bin mal gespannt, weil Technik ist ja... was Längeres. Schauen wir mal. Es ist ab 10, vielleicht schaffe ich es. Ja, meins ist es auch ab irgendwas? Oh, ab 6. Das heißt, dann kann ich ja direkt sagen, ich habe das Schwere. Du hast das schwerere Modell. Ja, genau. Jo, dann wollen wir mal das Ganze auspacken. Nur freilich, schauen wir mal rein. Ich habe schon ein bisschen hier reingedrückt, mal gucken. Ich habe hier nur so einen Tesastreifen, glaube ich. Ja. So, wobei... Oh, ja, ich habe schon mal einen Karton im Karton. Das lässt sich aufmachen. Und das Erste, was mir entgegenspringt... Boah, das sind halt mal Reifen, ne? Also das sieht größer aus, als ich gedacht hätte. Großartig, okay, schauen wir mal. Ja, schon mal. Mhm. Hallo, guck mal. Boah, warte mal. Jetzt ist ja der gleiche Reifen. Nicht verwechseln, sonst passen sie nicht. Das ist ja Hammer, hä? Also ich glaube, wir haben echt wirklich so ausgewählt genau das Richtige. Aber meine sind ein bisschen dünner. Für einen Chopper, naja. Aber von der Größe her? Kommt das? Von der Größe her passt das genau. Also ich habe irgendwie das Gefühl, wir bauen von der Größe her das gleiche fast. Ja, ich habe da vielleicht noch einen Karton drin. Was haben wir denn da? Das sind die nächsten Reifen. Ja, oha, was ist denn da alles noch drin? Meine Güte. So, meiner ist schon mal leer. Meiner noch nicht. Warte, ich habe hier da noch was. Alter Falter, schau mal her. Aufkleber. Und nicht gerade wenig. Okay, das ist, ja, das also Minimum eine halbe Stunde ist das. Warte mal. Wo ist meine Anleitung? Hier. Hast du auch was? Ich weiß nicht. Bis jetzt habe ich noch keine gesehen. Also eine ganze Menge Aufkleber auf jeden Fall. Oh, Aufkleber. Das tue ich ja mal weg. Hast du auch? Ja. Okay, warte mal, in Kleinform fast, aber im Endeffekt von der Menge her fast genau. Ja, aber ich befürchte, weil das ist dieses Herrlei Dovizon. Also ich glaube, den Scheiß, Entschuldigung, darf ich nicht sagen, also den Mist klebe ich nicht auf. Nee, ich lasse die Aufkleber weg. Mal schauen, also hier ich würd, ich, vielleicht lassen wir die Aufkleber komplett weg. Wir schauen es einfach mal, wie es dann aussieht. Weil schau mal her, du hast ja, wenn ich mir das so angucke, da unten das, hier das und das. Ich meine, das Motorrad sieht doch so an sich auch gut aus. Das ist richtig. Ja, schauen wir, wenn es fertig ist, wo ich vielleicht was dranbringen kann. Ja, mal gucken, Würde ich jetzt mal sehen. Auf jeden Fall, wenn ich in die Bedienungsaufleitung anschaue, 200 Schritte ungefähr schon mal so im Groben. Auf jeden Fall zeige ich dir jetzt mal eine Felge. Ja? Oh, okay, ich habe dunkle Felgen. Das ist halt meine... Aber das ist doch dieselbe Felge schon mal, ja? Aber... Du hast recht, das ist irgendwie. Das ist von der Form her? Von der Größe her ist das die Wenn man das vergleicht, ist es eigentlich echt das Gleiche. Ja. Du hast aber auch schwarze Felgen wahrscheinlich zum. Du kannst dir welche wählen anscheinend, ja? Ja, dann nehme ich nicht. Na,
Weiß ich gar nicht, keine Ahnung. Du hast da vorne auch, ist auf jeden Fall Chrom. Warte mal, du hast aber auch tatsächlich, sind das zwei oder? Nee, eine für vorne und eine für hinten anscheinend. Wahrscheinlich, eine vorne ja. ist, okay. Wahrscheinlich. Aber Chrom, hallo. Ich hab, oh, und schau mal her, voll die Federn. Bei dir schaut das alles, warte mal, habe ich irgendwelche Federn? Nein. Ah, sowas hast du nicht. Nein, nein, sowas habe ich sowas gar nicht. Aber ich habe hier, was auch immer ist, in dieser Verpackung hier. Oh, das sieht aber schick aus. Das ist eine Überraschung. Irgendeine Überraschungsverpackung ist Ü-Ei. Hier auch noch mit drin. Lass uns mal schauen, was das ist. Teiletrenner. Teiletrenner? Ich habe. Habe ich einen Teiletrenner? Nein, du hast keinen Teiletrenner. Habe ich einen Teiletrenner? Ich habe keinen Teiletrenner, nein. Da hast du ja noch eine Tüte, ne? Ist da ein Teiletrenner? Darf ich mir einen Teiletrenner? Aber warte mal, schau mal, hier ist auch was. Wenigstens eine Feder. Ein bisschen eine Feder habe ich. Nee, Teiletrenner ist nein, vielleicht darf ich mir einen Teiletrenner nein. von dir borgen. Du darfst dich einfach nicht verbauen. Okay, das schaffe ich locker. Nee. Also, pass auf, jetzt machen wir mal einen Vergleich. Ich habe insgesamt 70 Seiten und 189 Bauschritte. Und du hast einen halben Wälzer da. Ja, tatsächlich. Also ich habe 120 Seiten. Tatsächlich, bis sie fertig ist. Ja, aber ein bisschen Geschichte ist da von der beiden von Ducati. Richtig, also 119 Seiten, um es mal genau zu machen, und 208 Schritte. Wieso hast du eigentlich mehr Bauschritte als ich? Obwohl du mehr Teile hast als ich, ne? Ja. Ich glaube, das ist ein bisschen ausführlicher, habe ich das Gefühl. Schau mal her, ich habe schon 8 Bauschritte, 9 Bauschritte auf 2 Seiten. Gut, lass uns da mal schauen zum Vergleich. Hammer. Hier, ne? Also, ja, schau, bei dir ist es natürlich wesentlich übersichtlicher. Das ist übersichtlicher als bei dir, ne? Und bei mir sind halt dann... Ich glaube wirklich, bei dir ist die Herausforderung ein bisschen größer. Ja, deswegen habe ich eine Brille auf und du nicht. Ja, das ist richtig. Ich habe meine abgenommen. Weil die so groß ist. Eine neue machen. Aber ja. Ja, aber tatsächlich, das wird wahrscheinlich so sein. Hier ist auf mehr Seiten ein bisschen übersichtlicher alles dargestellt als bei dir, ne? Also bei dir ist es ein bisschen enger. Ich weiß gar nicht, wie viele Tüten hast du? Ich habe da einige. Das packe ich das mal hier aus. Ich meine, es ist eine recht Entschuldigung, ein bisschen lauter. Es ist, glaube ich, eine recht große Tüte habe ich, aber von den Tüten hier ist auch übersichtlich. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Tüten plus Reifen. 2, 4, und Unmengen 5, an Aufkleber. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 plus Reifen. Ich habe 18 Tüten. Aber eine Reihenfolge? Hast du eine Reihenfolge? Nein. Auch nicht, ne? Nein. Okay. Brauche ich auch nicht. Ich habe ja nicht so viele Teile. Das heißt, oh doch, warte mal, bei mir steht was drauf. 17? Das ist, glaube ich, alles. Steht bei dir auch was drauf? Bei mir steht gar nichts drauf, nein. 17, 18, ja? Nee, bei ich mir weiß nicht, könnte sein, dass das vielleicht irgendwie bei mir steht sortiert nichts ist hier. 11. Oh, was ist denn das noch? Oh, was hast du da schon? Als Aufkleber. Nee, was ist denn das? Oh, das ist diese Windschutzscheibe, oder? Warte. Hast du eine Windschutzscheibe da vorne? Ich glaube, das wird das da vorne sein, ja, tatsächlich. Das ist die ja. Ja, okay, interessant. Aus Plastik. Okay. Cool, ja. Naja, ich würde sagen, wir verteilen das jetzt mal auf die Teller und dann fangen wir langsam an. Ne? Gut, also, ich habe jetzt 2, 4, 6 Teller vollgepfropft. Ja, und noch zwei, eine Tüte drei, mit Kettenteilen. 4, 5, 6 Teller. Auch. Die Tüten habe ich jeweils drin gelassen, aber auch eben 6 Teller jetzt hat im Endeffekt. Ja. Ja. Es schaut eigentlich, wenn du die Teile, die jetzt so ein bisschen anschaust im Vergleich, sehen wir recht ähnlich aus. Wobei, du hast trotzdem deine 140 Teile mehr. Ja. Ja. Und schöne Teile. Ich habe wirklich schöne Teile. Also aber meins ist ab 10 und deins ist ab 6. Ja, aber schau mal. Hä? Hast du so eine schön große? Gar nicht. Also, so eine schön große Feder? Ich habe schon ein bisschen geguckt. Und eine kleine habe ich. Wobei, die geht ein bisschen schwieriger. Wo habe ich denn die Federn? Da habe ich eine Feder gefunden. Oh, eine ganze. Ja, eine ganze. Ja, hinten tut der Bob es mir halt dann. Minimal kleiner als deine? Nee, ich habe ja noch eine kleine auch. Ich habe zwei kleine und eine. Das ist wahrscheinlich die, ja, die ist genauso, ja, ne? Ja, genau. Ja, mein, aber so die großen, dass ich, oder warte mal, ist das vielleicht irgendwie? Das ist auch eine Feder. Das wird wahrscheinlich der Satz sein, die große vorne dann. Ja. Ja, das ist das dann hier. Und dann halt meine, da habe ich wow, zwei. Meine Chromteile. Also da bin ich ja, das finde ich schon. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich es nicht. Nee, brauchst du auch nicht. Aber ich habe schwarze Felgen, komplett schwarz. Alles ja, dunkel. Ja, ist ja hier auch. Alles hier, glänzt die auch so schön? Bei dir meine glänzt richtig deine schön. Deine glänzt. Das ist dieselbe, also das schau mal her. Das ist eigentlich das Gleiche. Schau mal her. Ja. Das ist haargenau dasselbe. Also ganz ehrlich, Leute. Ja. Ja, ja. So, wenn ich mal jetzt meine. In dem Minimester, es klappert in der Kiste. Na, aber die sind wirklich... Original gleich. Naja,
Okay, also okay, legen wir mal los. Irgendwelche Sachen. Okay. Viel Spaß wünsche ich dir. Ich bin jetzt mal auch, wünsche ich dir auch. Ich bin mal gespannt, jetzt tatsächlich beim Aufbauen, wie sich das auswirkt. Viel Spaß beim Video. Richtig, und am Ende vor allem, wie es dann vergleichsweise aussieht. Ich frage mich, du kannst noch reden. Total gespannt. Ich habe ja schon mal hier angefangen, weil bis du deine Tüten zusammen hast. Ja, das hat da gedauert. Also ich habe schon, ich musste da schon warten. 140 Teile mehr. Also, ja, Technik. Wir lieben Technik. Ja, wie immer, am Ende wird es ja ein paar Schuh, aber im Moment ist es für mich immer wie immer bei Technik ein Schuh irgendwie, der zu dem anderen nicht zusammenpasst. Ich kann es mir jetzt nicht einfach nicht vorstellen. Aber sehr schön, also was ich beim Bauen sehr schön fand, ist einmal hier, ich weiß nicht, ob das zu erkennen ist, hier kann man kurbeln, das Ineinanderfassen funktioniert wunderbar. Also das fügte man dann zusammen und das klappt echt ganz gut. Wenn man diese Teile hier zusammenfügt, hier sieht man es auch. Also das klappt schon sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also das sieht funktional aus. Also wenn ich ehrlich bin, dann hat das was von einer Gießkanne. Ja, aber ja genau, ich erkenne hier noch nicht viel. Aber was ich sagen muss, also die Bauanleitung für Technik ist ja ab 10 Jahre, die ist sehr übersichtlich. Also das ist schon so gestaltet, dass man... Aber ist gerechtfertigt ab 10, oder? Also würdest du nicht sagen, dass da ein 6-Jähriger oder sowas... Jetzt ungelogen, das sind schon so Teile. Also wie gesagt, ich erkenne hier auch immer noch nichts und man muss eine Menge Fantasie haben, um am Ende dann erstmal was zu erkennen. Und also das ist schon mal eine andere Hausnummer definitiv. Als jetzt einfach nur, also bei mir normal, müsste eigentlich ab 16 stehen. Ja, du wirst ja gleich einiges zu sagen haben. Naja, genau. Ich habe nicht viel zu sagen. Oder gar nicht, genau. Aber nee, also ich muss zugeben, das lässt sich schon dafür, dass es schon herausfordernd ist, recht gut bauen. Aber ja, also ein 6-5-Jährigen würde ich es vielleicht jetzt nicht an die Hand reichen. Definitiv nicht. Naja, ja. Das ist aber... Ist aber recht interessant, ja. Aber sag du, weil du hast... Ja, ich habe auch schon was gebaut, oder? Ja, richtig. Warte mal, wie viele Bauschritte hast du eigentlich? Ich habe, richtig, 46 Bauschritte habe ich jetzt hinter mir, von 200 rund. Und ich bin bei 32 jetzt inzwischen und habe das kleine hier gebaut. Also bei mir dreht sich es auch wunderbar, schau. Also ich glaube, das, was wir uns vorgenommen haben, das haut jetzt nicht mehr so ganz hin, jetzt von der Zeit her. Aber erzähl mal, ich glaube, bei dir ist ja so einiges passiert. Ja, wieso? Ich habe einfach nur wieder angefangen, ich habe es wieder auseinandergenommen und nochmal angefangen von vorne, weil es einfach irgendwas nicht gepasst hat. Aber deswegen finde ich ab 6 Jahre, das finde ich schon ein bisschen, also ganz ehrlich, ich habe es ja so schon schwierig, überhaupt diese ganzen Pins da so reinzubekommen, ne? Das ist schon schwierig, aber naja. Also ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, jetzt bei Lego ist es ja hier ab 10 Jahren. Ich hatte bei dir das Gefühl, das müsste ja dann ab 12 Jahren fast sein. Also jedenfalls, als du gebaut hast. Ja. Oder ich habe mich einfach zu dusselig angestellt. Das kann auch sein. Nein, ich habe mich auch definitiv verbaut. Also das ist gar keine Frage. Ja, aber die Bauschritte sind schon herausfordernd, wenn ich mir das anschaue. Ja, weil es halt so klein ist auch. Ne? Es ist auch relativ klein gemacht hier mit diesen... Du hast halt immer 4 Bauschritte teilweise auf einer Seite. Und das ist dann schon... Und dann noch kleiner. Ja, und dann übersiehst du einmal das Drehen hier, ne? Dass du es mal drehst in eine andere Richtung und schon baust du da zack ran und hast es verkehrt. Ja. Also, ja. Aber wir machen einfach weiter. Ja, also gar kein Thema, gar kein Ding. Habe ich noch Technikmodelle da? Ich glaube schon, das ist so ein Mist. Also, ja, ich glaube, ein Thema, der Technik ist ein besonderes Thema jetzt inzwischen schon bei uns, ne? Ja, und es sind noch ein paar Techniksachen da, also so ist es nicht und das will ich eigentlich gar nicht mehr. Ich glaube, du brauchst jetzt mal Technik. Da müssen wir Urlaub einlegen. So, also Martin, ich habe jetzt Bauschritt 100 fertig. Ja. Und mein toller Chopper sieht schon mal so aus. Wie hieß das Ding? Habe ich schon wieder vergessen. Das kann man sich gar nicht merken. Herrlein Dovizan. Das ist auch eine gute Frage, genau. Also mein von Lego. Ja, dein ist also Kati, also das wissen wir. Das ist ganz einfach. Also bei dir, du siehst sieht schon wesentlich weiter aus als bei mir auf jeden Fall. Da erkennt man schon, was es sein wird. Ich habe ja auch mehr Teile als du, also von daher muss man auch schon mal langsam was sehen. Und ich bin ja ehrlich, weil es muss mir ja auch zu den Zuschauern sein, ne? Ich habe das Ding nochmal auseinandergenommen, weil es
mich nur genervt hat, weil es immer wieder so fragil gebaut war, dass es auseinandergefallen ist und das hat mich einfach genervt. Ja. Und deswegen habe ich das komplett nochmal zerlegt und dann nochmal angefangen. Aber jetzt bin ich wieder da, wo wir einen Cut gemacht hätten. Ja. Und jetzt machen wir halt da weiter. Macht man doch mal da weiter. So. Ne? Ich meine, es ist, glaube ich, nicht allzu einfach, das zusammenzubauen. Also, wie schon gesagt, hier, ne? Ab 6 Jahre. Ab 6 Jahre. Und bei mir ist es ab 10. Also gefühlt ist es, glaube ich, umgekehrt. Bei mir ist es ja ab 16, schätze ich. Oh, das Also ab 10, selbst, na also gut, ab 6 auf keinen Fall. Also ab 6. Ein 6-Jähriger. Richtig. Ganz vergessen. Vor allem auch, man muss die Geduld, glaube ich, haben, diese einzelnen fragilen Teile, wie du schon gesagt hast. Deswegen habe ich ja das nochmal dann auseinandergenommen und dann ganz in Ruhe nochmal zusammengebaut. Und jetzt hält's. Ich habe nur Angst, wenn ich da irgendwo was gegen drücke, wieder, dass es dann bumm macht. Und das wollen wir ja nicht. Also alles ganz vorsichtig. Also ich kann mich bis dato jetzt, also klar, ich habe auch ein paar kleine Korrekturen immer mal zwischendurch gehabt, aber ich kann mich jetzt da nicht beschweren. Mein zweites Technikmodell. also bis jetzt läuft es ganz gut. Ich meine, ich würde fast behaupten, du bist jetzt inzwischen ein bisschen weiter. So gesehen? Ich? Also ich habe noch ein paar Teller mehr, wenn ich mir das so anschaue. Ja, ich habe aber alles hier reingekippt einfach jetzt nur. Ja, ja. Ne, ich muss jetzt erstmal dann suchen, das musst du ja nicht. Bei mir ist es ein bisschen auseinander, ne? Richtig, das stimmt. Also. Aber bei mir ist erstmal so dieses Grundgerüst da, jetzt kommt das drumherum. Ja, du hast den Motor jetzt gebaut und richtig, jetzt das funktioniert. Was man ganz schön sehen kann, wenn man das Ganze, ich weiß nicht, ob man das jetzt wirklich so nah erkennen kann, weil das sind ja sehr, sehr kleine Teile. Ja, ja. Aber die ganzen Geschichten, na, was ist jetzt? Jetzt dreht sich nichts. Moment. Sie sehen Sie irgendwie nichts. Ja, genau. Herzlichen Glückwunsch. Das ist immer, wenn man was vorstellen will. Nicht die Kurbel, das ist einfacher zu drehen. Oder die Kurbel, ne? Genau. Nee, aber die Kurbel, irgendwie. Dreht sich da nichts? Irgendwie dreht sich da jetzt gerade wieder nichts. Vorhin hat sich's gedreht, ne? Jetzt dreht sich's wieder. Lego. Okay, jetzt schau her. Ja, aber jetzt. Die Kurbel dreht sich nicht mit. Doch, jetzt. Ja, die Kurbel, die gehört zu was anderem. Ach so, die gehört zu was anderem. Ja, die gehört zu was anderem, okay. Die ganze Geschichte. Also wie man hier mal, Ja, dreht sich. Das ist ein super, super Beispiel. Jetzt mal dreht sich's und mal nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Das ist jetzt wirklich interessant, schau. Ja, ich sehe schon, ja. Jetzt dreht sich nichts. Ja, ich würde jetzt erstmal weiterbauen und dann mal sehen, weil vielleicht ist es ja auch... Vielleicht braucht... Warte mal, wenn ich hier Gegendruck ausübe... Dann dreht sich das jetzt halt schon. Ja. Vielleicht braucht er tatsächlich, wenn ich das dann nochmal alles zusammenbaue. Ne? Ja. Aber wenn sich alles in, also scheint alles ineinander zu greifen und oben hier ja auch, ne? So die Zylinder, also richtig gut. Ja. Hoffen wir mal, dass es am Ende tatsächlich auch funktioniert, auch mit der Kurbel. Schauen wir mal. Wir werden jetzt mal ein paar Bauschritte machen wieder und dann. Genau, aber soweit ich bis dato kann ich mich jetzt halt über großartige Schwierigkeiten jetzt tatsächlich nicht beschweren. Aber ich würde diese tatsächlich jetzt vom Alter her, die 10, die angesetzt sind, würde ich jetzt auch auf jeden Fall ansetzen. Also ich glaube jetzt so, also drunter würde ich nicht gehen. Okay, wie weit bist du? Ich habe mich zurückentwickelt. Nein. Nein. Das ist so, wenn man älter wird. das ist ungelogen, ja, da kann ich nur bestätigen. Ich fange gerne mal an, weil du hast, glaube ich, wieder ein bisschen mehr zu erzählen. Nein. Nein. Wir werden ich sage dazu nichts mehr. Alles klar. Ja, also ich war jetzt gerade so clever und habe hier die Achsen, sage ich mal, oder beziehungsweise das rangebaut und habe dann halt vergessen, das Gummi drüber zu ziehen. Also immer die Federn, schön, meinst du? Ja, genau. Und dann aber immer erstmal das Gummi drüber, bevor man, ne? Klar, blöd glauben. Ja, aber ja, grundsätzlich... Da würde ich dir gerne bei meinem Reifenwechsel zuschauen, wie du das machst. Das willst du nicht. Das willst du nicht. Ja, also Bauschritt 115 jetzt im Moment von knapp über 200. Aber es wird schon. Ich sehe schon, du hast hier den Krümmer hier dran. Ja, ne, wenn du genau. Das richtig. Cool. Hier ist das. Hier die das Bremsscheibe ist das. Richtig. Das kommt alles hier so langsam dran. Also das sieht nach was aus. Hier hat man... Also jetzt funktioniert das auch vorhin, wo ich mich ja so richtig schön beim Vorzeigen da was funktioniert nicht so, genau. Also wenn man jetzt alles dreht, jetzt läuft das wirklich, also anscheinend muss dann noch ein bisschen was zusammengedrückt werden irgendwie am Ende. Und das ist echt cool zu sehen, wie sich da im Endeffekt alles dreht und entsprechend dann
Na, die Schaltung oder was ist das? Wird wahrscheinlich eine Schaltung sein am Ende, genau. Ja, schon cool, ja. Hier da alles dreht im Endeffekt und alles ineinander greift, also das ist, macht Spaß. So wie das aufgebaut ist, kann ich jetzt nur noch mal wiederholen, wenn man da ein bisschen ganz in Ruhe das Ganze macht. Also jedenfalls, was das Modell angeht. Ich mach meins auch ganz in Ruhe. Ich sag das jetzt einfach ich mal. Ich weiß nicht, so. Sieht man das, dass ich rot bin im Kopf? Nein. Ja, ich weiß es. Also, wenn man die Bauschritte folgt, also es ist eigentlich echt, das passt schon. Also wie gesagt, es ist nicht ohne, definitiv nicht, jetzt nicht falsch verstehen, aber... Das passt schon, also ich habe also keine eins, Schwierigkeiten. Das eins läuft. Kann ich dir sagen, das nächste Modell suche ich mir aus ja, als ja. erster, obwohl das habe ich mir auch ausgesucht. Ich glaube, du hast das dir ausgesucht, ganz genau. Ich gebe an dich. Ja, also. Erzähl mal. Ich habe ja das ist Problem mit diesen, ich weiß gar nicht, was das da drin ist, Kolben oder was weiß ich, was das da drin sein soll, keine Ahnung, diese Teile hier. Und zwar sind es diese. Und die halten nun mal gleich gar nicht. Also jedes Mal, wenn du von unten irgendwas wieder gegendrückst, wie ich jetzt den Rahmen da rangemacht habe, macht's plöpp, der Motor hat sich verzogen und die Dinger sind wieder rausgekullert. Ja, das wirst du, ja. Was ich beim letzten Mal schon verflucht habe wie ein Rohrspatz, ist jetzt wieder passiert. Ich habe jetzt zwei wieder mit Pinzette und was reingekriegt und das wieder zusammen gemacht, aber alle vier keine Chance, weil... Die Dinger, kriegst ich habe rein, ne? Nee, weil wenn ich da zwei reindrücke, fallen woanders wieder eins raus. Also das ist uninteressant. Ich habe jetzt nur die vorderen reingemacht und das nach außen hin halt ganz einfach. Das ist einfach schön aussehen, ne? Genau. Ansonsten hat sich ja bei mir eigentlich jetzt nicht viel getan, weil ich habe jetzt eine Dreiviertelstunde gebraucht, um die Dinger da rein um wieder rumzufummeln und bis ich dann auf die Idee gekommen bin. Ganz ehrlich, also ich vermute aber trotzdem ein bisschen, dass das hier vielleicht hält es bei anderen Modellen etwas besser und dass es hier wegen vielleicht auch ein Baufehler irgendwie ist, dass das so locker ist. Meinst du, ja, dass ich jetzt einen Baufehler da habe? Nein, ein Baufehler, also Materialfehler meine ich jetzt eher. Ja, das kann schon sein. Aber ich habe schon meinen Seitenständer dran. Aha! Okay, da hast du mir schon mal was voraus. Und du hast natürlich nicht funktioniert, logischerweise. Ja. Weil noch das fehlt da vorne. Aber wenn, dann, ja. Ich meine, so von der Optik her schaut das Ding bestimmt cool aus. Ach ja, und Rückleuchten habe ich dran, beziehungsweise Blinker. Richtig. Von der Optik ist das Ding ja sieht bestimmt nicht schlecht. Auch, keine Frage. Aber diese Bauweise, also das da drin, vor allen Dingen diese vier Teile da, oder acht sind es insgesamt, das ist für ein Äpfel. Ab 6 Jahre. Ja. Irgendwas mache ich verkehrt. Ich entwickle mich auch zurück. Ja, keine Ahnung. Also irgendwas, es ist... Oder wir machen Technikpause bald. Jetzt mal. Nö, ich bin dafür, dass du nur Technik brauchst und ich nicht mehr. Warte, darüber reden wir dann noch. Also, sagt, er muss nur noch Technik bauen, ich mache jetzt andere Sachen. Ich baue Häuser. Oder sagt bitte umgekehrt. Also, ich mache zwei Häuser und du baust ein Technikset. Okay, das können wir aber dann wieder im Tausch auch genauso machen. Also, das nächste Technikset hat dann 3000 Teile für dich. Dann brauchst du 5 Häuser dann. 2. Also, lass uns weitermachen. Gerne. Nein, also tatsächlich, ein bisschen Verkleidung habe ich schon dran gebaut. Ne? Man kann da ja dann noch Aufkleber drüber kleben. Die gibt es ja auch hier zu Genüge. Aber ja, bei dir komme ich nicht hinterher. Also das ist einfach nur großartig. Also, und das habe ich alles übrig? Ja. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Ja. Schaut aber nicht schlecht aus. Ja. Ja, also ich baue hier schon die Verkleidungen drumherum so ein bisschen. Du wirst nicht mehr lange brauchen. Sieht schick aus hier, funktioniert alles sehr, sehr gut, lässt sich wunderbar lenken, hat gut geklappt. Aber du darfst noch Ketten knüpfen, das habe ich schon fertig. Ich darf anscheinend noch richtig, genau. Hier hat man diese Mini-Teile, Ketten, die noch zu verknüpfen sind, aber... Naja, auf jeden Fall hast du nicht mehr. Ich will mich echt nicht beschweren, also dafür, dass es Technik ist und dafür, dass ich da jetzt mein zweites Technik-Ding mache, wobei das bei Lego hier anscheinend... recht gut gemacht ist. Also ich habe mich nur ein, zwei Mal ein bisschen leicht verbaut, habe das zum Glück rechtzeitig gemerkt und nicht zu spät. Gott sei Dank. Aber es gibt nichts. Es gibt nichts. Das schaut hier ein bisschen nichts so billig. Ach ja, aus. Richtig. Gut, dass du es erwähnst. Ja, richtig. Ja, das hätte ich fast. Also das ist das tatsächlich, was mir so ein bisschen nicht gefällt. Fast würde ich das gerne abnehmen und einfach nur die schwarzen Felgen irgendwie wirken lassen. Würde besser aussehen. Ja, genau. Das ist dann. Man hätte hier echt was machen können, dass es ein bisschen erleuchtet oder irgendwie so ein anderes Material irgendwie nehmen können. Das ist einfach. Ja, richtig Silber halt oder. Ja, zum Beispiel. Ganz genau. Das ist. Weil, das wird nicht gut.
Hinten scheint es ja auch nicht dran zu kommen. Da hast du die Bremsscheibe hinten und das war's. Nee, richtig, richtig. Das wäre hier hinten, ist es dann schwarz. Schauen wir mal, wie es wirkt dann insgesamt. Aber hier hätte man sich was Besseres ausdenken können. Also definitiv. Auch, oder die Felge einfach komplett in Silber oder wie, das hätte dann ganz anders gewirkt. Aber so wirkt das irgendwie so. Ja, so ein bisschen billig. Jo. Das finde ich auch. Jo, gefällt mir also da finde ich das hier mit diesem Chrom, finde ich da ja wesentlich besser. Genau, also das muss ich sagen, bei den Reifen sieht es bei dir deutlich besser aus. Jetzt als Beispiel eben zu dem und dem, also finde ich deutlich besser ist bei dir. Ja. Wenn da halt nicht gewisse andere Sachen wären. Aber wir können ja mischen, wir können ja die Reifen da drauf knallen. Von der Größe her könnte es passen. Ne? Lass uns das mal probieren. Einfach nur die Felgen austauschen. Oder so. Nur einfach den Reifen. Wir brauchen oder komplett den Reifen raus, einfach drüber. Ne? Fertig. Ja. Aber so wie gesagt, also hier... Das passiert, das passt wunderbar, lässt sich echt leicht lenken, alle Hebel funktionieren. Naja. Ja. Läuft, ja. Ne? Das nächste Mal dann kein Technik mehr. Erstmal nicht. Nein, erstmal dann. Also meine Feder funktioniert. Aber nee, ist super. Also ich bin sehr zufrieden damit, muss ich sagen. Naja, ich habe jetzt nur das hier gebaut hier vorne, ne? Also hier mit den Blinkern jetzt das Vorderrad und diese Lenkung, die jetzt hier auch kommt dann. Ja. Aber mehr habe ich ja nicht gemacht, weil... Das dauert alles bei mir ein bisschen länger mit diesem Teil. Oh, da wackelt schon wieder aus. Hast du schon wieder so angehört? Ja, bei dir gibt es ja doch die eine oder andere Korrektur dann immer wieder zwischendrin. Also, so ein bisschen. Also da... da war irgendwas? Obwohl, da wackelt, glaube ich, alles an dem Ding. Das ist richtig, wenn man mal vorsichtig. Ich mein, das ist halt, mit dem kannst du spielen, mit deinem. Ja, das ist fest. Ja. Also das, richtig, zur Klemmkraft vielleicht noch ganz kurz, so im Allgemeinen, also das ist echt stabil. Das ist total stabil. Ja, muss man sagen. Also mit deinem kann man spielen, aber mit dem hier, also das stellst du wenigstens in die Vitrine und das war's. Also spielen ist damit, dass du da so rumfährst, das glaube ich. Wobei, ich bin trotzdem am Ende gespannt. Ich meine, klar, du hast einiges mehr an Umständen gehabt, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Aber wie es am Ende dann wirkt, auch schon wegen den Felgen und so weiter, schauen wir mal. Weil es kann als am Ende, also vom Aussehen her. Ne? Mein schaut definitiv besser aus. Ja. Wir werden sehen. Ne? Also lass uns weitermachen. Ja, Martin. Du bist ja schon fast fertig, wie ich sehe. Hurra, ich auch schon. Unsere wundervolle Technikrunde. Ja. Genau. Richtig. Nicht also. Tisch, bitte. Ja, natürlich. Entschuldige bitte. Ja, das ist unverantwortlich von mir, entschuldige. Ja. Nee, kommen wir relativ gut voran. Jetzt habe ich hier dieses, wie hast du es genannt? Ja, Ständer. Einfach zum Abstellen, genau. Richtig, genau. Die Kette ging relativ einfach, muss ich sagen. Also das 35 Teile einfach aufeinander dann drüberlegen, wie beim Fahrrad einfach die Kette drüberlegen. Also im Endeffekt relativ einfach. Und? Warum hast du das Ding hochgekommen? Ach, dass du vorbeifahren kannst. Ja, richtig, genau. Oh, und eine Ruhe. Und, ey, das hört man fast gar nicht. Und der läuft richtig gut. Und dann, und dann hörst du dieses? Das ist die Kette. Nein, funktioniert gut. Ich bin bei Bauschritt 184. Ich denke, das werden jetzt noch so ein paar Verkleidungen sein und ein paar Feinheiten, die jetzt noch dazukommen. Hier haben wir... Ja, das sitzt und so fehlt noch. Ne? Ja, richtig. Ich meine, klar, die Aufkleber haben wir jetzt außen vor soweit. Ja, na, die mach ich drauf. Genau, das haben wir ja schon erwähnt, dass ein bisschen hier, das ein bisschen schade ist, sonst wäre das wahrscheinlich ein bisschen... Aber das schöner gut aus. Das Hinterrad, das schaut echt gut aus. Genau, also allein schon dadurch, dass es schwarz ist, ne? Sieht schon besser aus als dieses Plastikteil, was da vorne dran ist, ne? Ja, bewegt sich alles gut. Ich hatte da noch eine Kleinigkeit... Aber du hast auf jeden Fall keine Probleme. Verbaut? Nee. Also ich kann den Kasten wagen. Macht wirklich Spaß zu bauen. Also ich möchte jetzt echt nichts sagen. Das macht wirklich Spaß zu bauen. Hätte nicht gedacht, dass Technik... Also ich habe mir da beim ersten Mal ein bisschen schwerer fast getan jetzt als bei diesem Teil. Aber ganz einfach deswegen, wenn man die Bauschritte sind halt hier nochmal, um es nochmal zu erwähnen, einfach relativ einfach aufgebaut. Sehr groß. Ich stelle es mir vor, wenn wir jetzt tauschen. Du machst das den fertig und ich den. Ja, warte. Nein. Und also man kann sich echt nicht beschweren. Es ist sehr, sehr, sehr cool gemacht. Bauschritt 184, habe noch 208 Bauschritte, also noch? Das ist... Du hast noch 208 Bauschritte? Also nicht noch, sondern... Das ist okay, was könnte man da noch verbauen, ne? Ja. Also insgesamt 208 Bauschritte, ja. Also macht richtig jetzt, Spaß. Mal, ich habe jetzt noch 27. Was kostet so eine Bucati jetzt bei Lego? Ducati.
Ducati, warum? Ducati, was kostet die jetzt eigentlich? Naja, gut, die habe ich ja günstig geschossen für 24,99 €. Richtig, aber grundsätzlich kostet die um die 50er, ne, glaube ich, ja, so, ja. So im Allgemeinen. Ne? Also für den Preis hat sich das echt gelohnt und wie gesagt, hier funktioniert alles. Und was ich klasse finde, ich meine, das ist alles Technik, ist trotzdem mega stabil. Hm. Also ja. Ist wirklich, damit kannst du spielen, damit das kannst du jemandem geben und ein bisschen so, damit kannst du ja, richtig gut spielen. Also wie bei mir praktisch. Ja, also praktisch. Erzähl also, mal, weil du, also bei dir ist natürlich richtig Spaß, ja? Ja, also ich würde sagen, einmal volltanken bitte und abfallen lassen. Hey Leute. Ja, also das mit dem Tank, ja, erzähl also mal, das ist ja erstmal schon der Tank, ne? Also ja. Der ist ja nur, ich traue mich das Ding überhaupt nicht anzufassen, ja. Also... Der Tank ist ja schon der Oberbrüller hier, ne, wie das festgemacht ist. Also, seht ihr? Ja. Schau, jetzt habe ich das eine. Schau her. Ich will ihn nur kurz ablegen, ja? Ich wollte nur sagen, dass ich wieder drei Teile in der Hand habe, ne? Achso, also der Tank ist wieder. Der Tank ist, der ist wieder der drei Hammer. Teile. Der Tank ist der Hammer. Alter Schwede. Also, ich meine, ich habe schon mit diesen komischen silbernen Dinger da drin rumgeschimpft, ne? Aber hier, das ist der Oberbrüller. Diese ganze Rotz. Entschuldigung. Der wird hier an einer Noppe da gehalten. Hier, ja, da ja, kannst du es ja, ja sehen. Das ist ja nur diese eine Noppe. Ja. Das fällt 25 Mal ab. Und dann, dann musst du das ja dann noch da drauf klabaust dann hier. Also, so. Ja. Ist das jetzt so richtig? Nee, so stimmt schon mal gar nicht. Ja. Nö. Ein bisschen weiter runter, glaube ich, ne? Also, so. Und wo befestigst du das jetzt im Endeffekt? Am Fahrrad, am Motorrad? Das ist halt für faule Leute gedacht. Ne? Die fahren halt an die Tankstelle. Ja. Und dann nehmen sie den Tank ab, okay. So ein Tank war da, mach voll. Ne? So. Also es gibt echt nichts zum Befestigen. Nein, da dran, das wird, oder was? So, jetzt ist es fest. Schau, fest. Das ist doch ein Witz. Also fast. Ja, okay. Fest. Naja, fast fest. Oder bemerken also, wir da irgendwie was nicht? Nein, was willst du da merken? Hallo, ist da ist nichts. Ne? Okay. Wo soll es denn festmachen? Ja. Ne? An den tollen Teilen, die Silber dann unten wieder rausschmeißen? Nee, da kommt ja dann noch der tolle Sattel drauf und... Ja. Was soll ich dazu noch sagen? Ey, ehrlich okay, mal, ja. Ich meine, so gesehen, also wenn man sich das ganze Bike anschaut, es sieht schon recht cool aus, ne? Ja, ich bin begeistert. Definitiv. Aber es ist ja instabil von oben bis unten irgendwie, so hört es sich jedenfalls an. Ja, ja, ich bin auch echt, ich fast so begeistert wie du von deiner Ducati. Macht Spaß. Bin mal gespannt, wer die kriegt. Nee, also lass uns weitermachen. Wir schauen mal, dass wir den Rest also, jetzt noch hinkriegen. Ah, ja, ja. Ich glaube, so lange hast du noch nie an etwas gebaut, ha? Nee. Es ist, also ich weiß. Obwohl du schon viel mehr Teile verbaut ja. hast. Und bestimmt größere Sachen, viel größere ja. Sachen. Aber das Ding hier, das ist ja schon der Oberknaller. Eigentlich fast schade, dass es nicht noch einen Motor hat. Ja, ja, finde ich auch schade. Und eine Fernbedienung dazu. Ja, wie das gelaufen wäre. Also das Laufen ist ja auch so ein bisschen kompliziert, ne? So. Fass es nicht an! Du bist ja sowieso fährt, derjenige, der dann... Er fährt. Ja, na toll. Ja, ja. Er fährt. Die Kette. Ja, die Kette. Aber schau, ja, damit kann man fast schon spielen. Ja? Ja. Wenn man den Tank abnimmt, dann ist es einfach. aber schau mal her, wir dreht sich alles mit. Schau. Ja. Nee, also das ist mega, mega. Hält auch alles, ne? So. Ja, ja, ja. Mhm. Außer, naja. Außer den Tank. Ja, ja. Ich sage jetzt nichts mehr. Also, meine Herrlei Domizan ist fertig. Dann leg du als erstes mal los. Ich bin fertig. Mehr bedarf es also, nicht. Mehr bedarf es dazu nicht zu sagen. Also, ja. Wobei, wie gesagt, also äußerlich. Als wenn die Aufkleber noch drauf wären. Ja. Aber gut. Nee, geht gar nicht, das Ding. Wie heißt die nochmal? Herrlei Domizan. Alles klar. Das wollte ich nochmal kurz hören. Herrlei Domizan. Das merke ich mir, das spreche ich jetzt nur noch so aus. Und wenn ich dann mal einen Biker sehe auf einer Harley Davidson, sage ich, ein Herrlei Domizan. Ja, was war das? Ein Insider. Alles klar. Ja. Nee, also das Ding, ganz ehrlich, ja. Ja. Was soll ich dazu sagen? Also es soll ja auch Spaß machen beim Aufbauen, ne? Und irgendwie hat's. Doch, ja. Hat's. Schau, der Tankdeckel geht schon wieder. Ja, also wird alles locker. Oh, da ist schon wieder ein Teil abgefallen. Ich frage mich, ob die ganze Zeit, ob man was übersehen hat oder nee, nicht. Nee, da haben wir nichts übersehen. Ja, ja, aber wo soll ich denn da hin? Also ich habe ja schon überlegt, weil ich da so ein 1x4-Teil übrig habe, ob das dann noch irgendwo... Ja, aber wo willst du das festmachen, ne? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber das steht ja nicht drauf. Also es steht ja nicht drauf, dass es noch irgendwo hin muss.
Hör auf zu lachen, das finde ich gar nicht mehr lustig. Entschuldigung, bitte. Der Spaß ist heute vorbei. Wenn ich das mal angenommen... Kann nicht mehr. Also, stell also du mal das, deins vor. So, das Ziel der Dinge sollte ja sein, dass der Aufbau Spaß macht und ja, du am Ende richtig glücklich bist. Aber ja. Ich bin glücklich. Ja. Ich glaube, das war so, sozusagen, Gott sei Dank bin ich fertig. Das ist ungefähr. Ja. Ja. Stell dir mal deine vor. Ich stell mal vor. Ja. Ja, stell mal vor. So, meine Technik Ducati. Ducati? Ja. Ducati. Lizenzprodukt. Da wären natürlich schon noch auch einige Aufkleber drauf. Deswegen denke ich, dass es noch ein bisschen hübscher geworden wäre mit Aufklebern. Die lassen wir aber ja mal außen vor. Ja, also ich kann wirklich nicht meckern, so ein bisschen im Vergleich zu dir. Weil der Aufbau hat schon Spaß gemacht. Das hat ich alles gut. Ja auch nicht. Es hat alles sehr gut funktioniert. Sehr stabil. Man kann damit wunderbar spielen. Man kann damit wunderbar rumfahren. Es gefällt mir sehr, sehr gut. Ist echt schön gemacht. Rädchen greifen gut ineinander über. Ich kann auch hat gut man fahren, schau. Aber hier, das Schutzblech ist schon ein Scherz. Das ist ein bisschen, weil ich meine, das ist aber dieser Vergleich im Endeffekt. Ne? Ich kann das Ding halt anfassen, es ist auch so richtig schön gefedert. Ne? Also das sieht man dann auch. Ich kann aber damit rumfahren und habe keine Sorge, dass da irgendwas auseinanderfällt. Ich glaube, da legst du ein bisschen so... Das ist halt Lego. Meine Blinker, die hängen unten, die muss ich mal... Das ist echt super und wie gesagt, hier die Kette, hier hat man ja auch alle Hebel, alles funktioniert. Und das ist ja auch, also... Schau, ich kann die auch anfassen. Ja, also ich bin so ein bisschen schon jetzt trotzdem auch begeistert, weil ich sagen muss, das sind so viele so Kleinteile, die ein bisschen verwoben sind und es funktioniert trotzdem einwandfrei. Übrigens habe ich auch Federn, und ja, ist, also so ist es nicht. Na klar, klar. Und vorne. Ist sehr, sehr stabil. Also ich, 50 Euro sind natürlich erhappen, ja. Wenn man das normal kauft, aber funktioniert einwandfrei. Also super, hat auch Spaß gemacht. So zum Aufbauen, Lego-Technik, kann man schon empfehlen. Kann man schon mal machen, ne? Kann man schon mal machen. Ja. Nur, wie gesagt, man muss sich daran schon ein bisschen konzentrieren. Ich denke so, wie gesagt, ab 10 Jahren ist hier echt Minimum, ne? Jo. Aber sehr schön. Meinst du, meins ab 6 Jahren ist auch in Ordnung? Kann man hier schön ablegen und vielleicht nochmal, ich mache nochmal ganz kurz, bevor wir da weitermachen, so einen kleinen Pustetest, ne? Ob da jetzt irgendwie funktioniert oder irgendwas. Nein, wir machen jetzt keinen Pustetest. Kein Pustetest. Aber es steht auch stabil. Also man sollte es vielleicht nicht in die Seite drehen, weil sonst wird es quirlig. Das wird der Pustetest sein wahrscheinlich. Und genau, das und wenn man gedreht und dann das so umstellt, dann... Wird es da gefährlich? Nö. Nee, dann läuft's. Nö. Dann läuft das. Aber schaut definitiv besser aus, muss ich sagen. Ja. Also sieht schon cool aus. Also ja, ich meine, meine schaut und auch wie gesagt, cool aus. Und vielleicht noch das eine, was mir bei dir deutlich besser gefällt, sind eben die Räder. Also definitiv, da hätte man vielleicht gerade, also wenn alles schon so gut gelaufen ist, dann hätte man da nicht unbedingt irgendwie so Einfaches nehmen sollen, dann hätte man vielleicht einfach mal so... Was wir jetzt noch machen, was besser das nehmen wir messen können, ne? Das jetzt nochmal. Ja. Ja, sehr gern. Also zum erst schon mal hier, ne? Das ist hier bei der... Ja, hier ist kaum was übrig. Jetzt habe ich vergessen, wie heißt sie? Herrlei Dovizan. Dovizan. Das müsstest du eigentlich besser sprechen können. Herrlei Dovizan. Dovizan. Also, das habe ich übrig auf jeden Fall. Ja, hier bei mir. Und natürlich die zwei. Ne? Nicht zu vergessen, die zwei tollen. Ja, richtig. Die sind eigentlich, wir denken sie uns drin. Also, wenn ich nicht schon so viel graue Haare hätte, ne? Ich hätte jetzt definitiv welche wieder dazu bekommen. Beim Aufbau, ne? Also, ich habe hier so rund, würde ich jetzt sagen, mit dem Ding 32 cm hier von der Länge her. Und in der Höhe sind wir jetzt mit dem vorderen Teil so bei 18 bis 19 cm. Aber 32 cm war die Länge. Ja, also deins ist deutlich länger, denke ich. Dafür ist die Höhe bei mir nicht so. Ich traue mich da gar nicht hin. Bin ich da ungefähr gleich vorne? Ja, du bist, warte mal. Junge, Junge, ja. Dich werden wir uns anfassen lassen. Ach ja. Eieiei. Ich würde sagen, ist mein Tank wieder abgefallen. Schmeiß mich weg. Warte mal, ich halte mal fest. So, jetzt ist es gerade. Tu mal deinen Tankdeckel drauf, damit wir messen können. Mit dir baue ich doch gar nicht mehr. Wir messen jetzt ohne Tankdeckel. Ja, jetzt. So, warte mal, also jetzt 38 reicht. 38? Ja.
Länge, Höhe haben wir, muss man die Spiegel hier nehmen, 15. Ja, meine ist schon höher dann. Ja, 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 klar, ja. Da bist du ja schon mit deinem Tank höher. So, so, jetzt halt. Ich halt hier meinen. Dabei habe ich das so schön hingestellt. So, jetzt. Warte mal, jetzt richtig, jetzt lass uns die nochmal so nebeneinander hier. Na, so schön habe ich die jetzt hier beide hingestellt. Ja, dass man das auch schön sehen kann. Der Tank so richtig, na? Drauf hört, der geht fest nicht mehr. Ja, ich glaube, dein Tank ist immer richtig. Nee, also, Leute, so. Das ist doch schon, sowas verstehe ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum das nicht fest ist, irgendwo, wo das festgemacht ist. So blöd kann doch kein... Nee, ich sag nichts mehr. Nee, ich reg mich ja sonst künstlich auf und das will ich ja nicht. Ne? So viel graue Haare braucht kein Mensch. So, jetzt. Du musst den deinen noch so hinstellen wie meiner, dass er so schön schräg ist. Ja, nee, natürlich. So. Ja, das ist sicher, dass man auch die Zuschauer so sehen. Ja. Jetzt könnt ihr entscheiden, welche ist schöner. Wir sind sehr, sehr stolz auf unsere Werke. Ja, wir gehen jetzt nicht vom Aufbau aus, vom Aussehen her. Ja, vom Aussehen her. Welche ist da schöner? Meine. Eigentlich ist meine schöner. Deine ist schöner, ja. Also ich würde jetzt tatsächlich auch sagen, also wie gesagt, das mit den Rädern ist ein bisschen ärgerlich, finde ich. Hätte man besser machen können. Und deine ist ein bisschen so aerodynamischer, definitiv. Ja, aber das gechillte Fahren ist meine. Das ist so hier, ne? Ja. Wobei, 66, weißt du, und dann... Wobei die typisch das Sportlichere ja hergibt, ne? Genau. Also, das muss man dann selbst entscheiden, ne? Was mag man mehr? Aber, halt... Die Räder glänzen. Das ist ja schon viel wert. Das ist ja wie beim Auto, ne? Wenn du schöne Alufelgen hast, dann sieht das schon mal deutlich anders aus, als wenn du einfach nur Stahlfelgen hast. Oder so. Also wie gesagt, ich bin... Aber so, es schauen beide gut aus. Also mir gefallen beide. So und vom Aussehen her. Ich bin bedient. Ja. Von Technik. Ja. Also von... Du hast ja... wir haben ja nur minutenlang aufgebaut. Ja. Wenn man dann wie lange haben wir denn jetzt gebraucht? Wie lange haben wir gebraucht? Puh. Also... Sollen wir noch, du hast ja noch extra auseinandergebaut und zusammengebaut. Ich habe eine zweite Schicht extra eingelegt. Sozusagen, also wie viel wird es denn gewesen sein? Also ich traue mich das fast nicht zu sagen, ich glaube, dann lachen alle. Ja, waren bestimmt 6 Stunden locker. Minimum. Ich würde sagen, das reicht ja gar nicht. 8 Stunden. Wir sind jetzt heute schon seit, das waren ich glaube, Minimum 8 Stunden. Ja, Minimum 8 Stunden. Auch. Ja, Profis unterwegs. Ja, also wir sollten mal Häuser bauen, das ist so einfach. Warum suchen wir uns auch immer so ein Zeug aus? Na, wieso? Deins ging ja eigentlich, also da kann man ja nichts sagen. Also, ja, das ist richtig. Das ist nur das Teil. Ja. Aber gut, ihr entscheidet, wie es euch gefällt oder auch nicht, sagen wir mal so. Uns hat es auf jeden Fall wieder Spaß gemacht und wenn es euch auch Spaß gemacht hat, dann? Daumen nach oben. Ha, und wenn nicht? Daumen nach unten. Mhm. Und was nicht vergessen? Ein Kommentar da lassen. Und was noch? Die Glocke läuten? Naja, aber davon muss man ja ein Abo dalassen. Abonnieren? Du lernst das schon auch irgendwann. Ich bringe das alles durcheinander, Mensch. Wir sagen jetzt auf jeden Fall ciao, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao. Servus, mach's gut. Ciao.